Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen MeTime. Und wenn du wissen möchtest, was sich in der Goodiebox vom Monat September befunden hat oder befindet, dann schnapp den Kaffee und Keks oder auch liebe Grüße an alle, die mir geschrieben haben, eine Linsensuppe, was dich halt glücklich macht. Und dann boxen wir gemeinsam diese schöne Box wieder einmal an. You know that you can call me when you want, call me when you need. Alle diejenigen, die die Goodiebox nicht kennen, das ist eine monatliche Abo-Box. Ich zahle 19,95 Euro. Ich habe auch einen Rabattcode bzw. eine Verlinkung, die ich euch unten in die Infobox reingeschrieben habe. Was mich dazu bewogen hat, die Goodiebox zu kaufen, ist nämlich dieses schöne Schächtelchen. Und zwar haben wir nämlich jeden Monat dieses Boxensystem und die ist immer grau. Und hier wechselt jeden Monat die Farbe. Ich hatte ja in eines meiner Videos schon mal eingeblendet, wie viele ich von den Boxen schon habe. Und die sehen natürlich optisch sehr schön aus und es ist auch immer wieder eine tolle Idee zum Verschenken. Wir haben hauptsächlich, sag jetzt mal, Beauty-Produkte, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, also Duschgel, Shampoo, Accessoire, sowas halt, ab und zu auch ein Lippenstift oder ein Parfum, das wechselt sich ein bisschen ab, meistens 5 Produkte. Und wir haben einen Flyer, wo immer alles draufsteht und hoppala, so ist der erste Blick. Hier ist der Flyer, wo sozusagen die Produkte beschrieben sind, was sie denn machen sollen, wie sie heißen, was sie kosten. Und wir haben die Non-Apology-Box. Und das ist der erste Blick. Wie bei den meisten Abo-Boxen haben wir auch hier wieder die schöne Seidenpapier, wo man auch den Klebi nicht auseinander bekommen kann. Und dann schauen wir doch mal, was sie sich dabei gedacht. Und zwar kann man ja in diesen Kärtchen oder in diesem Flyer immer mal lesen, es ist Zeit für eine Entschuldigung. Deswegen genau diese Non-Apology-Box. Fakt ist, 83% der Frauen kämpfen mit Schuldgefühlen. Dafür, dass wir uns selbst zur Priorität machen oder dafür, dass wir den unmöglichen Erwartungen nicht gerecht werden, was für eine Frau man zu sein hat. Doch damit ist Schluss. Es ist Zeit, dich davon zu verabschieden, es jedem und allem recht zu machen. Genau, das stimmt. Mehr lese ich jetzt momentan nicht vor, weil auch hier gibt es natürlich schon wieder einige Unboxing. Ich könnte euch ja schnell mal zeigen, was in dem Kistchen drin ist, aber das mache ich natürlich nicht. Ich würde sagen, wir öffnen das gemeinsam. Das erste Produkt, was wir hier haben, das kenne ich tatsächlich noch nicht, und zwar von der Firma MIT Cosmetics. Ich glaube, gehört habe ich davon schon, aber ich habe es nicht. Es ist eine Full-Size-Größe, ein Diamond Heart Base Primer, ein Illuminating Primer. Finde ich optisch, sieht der richtig schön aus. Der soll auch ein bisschen farbkorrigierende Pigmente haben. Ja, ich würde sagen, für 40 Euro soll der schon ein bisschen was machen. Ich finde Primer in der Preisklasse zwar schön, aber das wird auch definitiv kein Nachkaufprodukt werden. Aber nachdem ich mir sowas selber nicht kaufen würde, freue ich mich natürlich sehr, das zu testen. Über das nächste Produkt freue ich mich natürlich riesig. Ich habe eben Spoiler von der Goodiebox auf Instagram schon gesehen, dass ein Pinsel drin ist, aber mir hat er da irgendwie nicht so gut gefallen, aber da war das Bild auch anders. Und zwar von der Firma Nire, so ein Kabuki Brush. Da habe ich einen Knoten in der Zunge, bis ich das ausgesprochen habe. Der soll 14,50 Euro kosten. Das wird wieder so ein Pinsel sein, der einfach nur schön ist. Klar kann man den für viele Dinge verwenden, aber der ist einfach nur schön. Mir gefällt er, also von dem her auch über dieses Produkt freue ich mich natürlich. Beim nächsten Produkt habe ich erst gedacht, hä, wo ist denn das? Und zwar soll da ein ein Parfüm drin sein. Das soll im Originalzustand 70 Euro kosten und wir bekommen 10 ml für 25 Euro. Und ich dachte, ja, wo ist es denn? Ich habe immer so dieses Bild gesucht, nämlich dieses da, aber es ist hier drin. Ich würde sagen, wir öffnen das Schätzchen mal, weil diese kleinen Fläschchen liebe ich total. Ich knistere euch jetzt einmal ein bisschen vor und ich finde auch gut, dass sie das extra verpackt haben. Und schaut mal, auch die Flasche so richtig schön. Man riecht mal so auf Anhieb nichts. Es riecht wie Mandeln. Man hätte es vielleicht in eine andere Richtung sprühen sollen. Schauen wir mal. Also wenn das 25 Euro... Genau, Kokosnussnote. Genau, nach Kokosnuss riecht das. Also
Das finde ich jetzt wirklich gar nicht so schlecht, aber für meinen Geschmack ist es ein bisschen herb. Aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Das werden wir auf jeden Fall testen und ich werde euch natürlich auch hier berichten. Und diese Boxen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist diesen Monat wieder voll der Hammer, weil auch das nächste Produkt gefällt mir. Und zwar von Lavish Care, auch eine Full Size, ein Shower Gel für 3 Euro. Und das ist natürlich optisch schon mal richtig der Hammer. Ich werde es allerdings noch zulassen, weil ich momentan sehr viel im Backup habe und durch das permanente Schnüffeln natürlich auch viel auf ist. 300 Milliliter. Da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Und ich meine, wenn es ein Bananenduschgel ist und es ist noch gelb, das sieht doch irgendwie echt nice aus. Passt sehr gut ins Badezimmer. Freue ich mich auf jeden Fall auch, dieses zu testen. 90% natürlich Inhaltsstoffe und sehr weiche, seidige Textur. Okay, also es stinkt normales Duschgel, aber auch dieses werde ich sehr gerne testen. Und auch das letzte Produkt, muss ich sagen, gefällt mir. Und zwar von Loci London ein Eyeliner für 5,95 €. Ich bin ja momentan eigentlich nicht so der Eyeliner-Fan gewesen. Aber ich habe von 3ina derzeit einen braunen. Und ich muss sagen, ich liebe den. So ich als Lidschattenleger, nicht Lidschatten, sondern als Eyeliner-Legastheniker komme mit dem gut zurecht. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ich mit dem auch gut zurechtkomme. Natürlich ist der nochmal eingeschweißt. Deswegen bleibt er momentan auch zu. Aber ich hoffe mir natürlich, dass der, das ist so eine Spitze, aber ich erhoffe mir, dass ich mit dem gut zurechtkomme und der hat die Farbe braun, dunkelbraun. Wie gesagt, von 3ina benutze ich derzeit einen braun und finde den richtig gut. Was sage ich zu der Box? Also richtig mega, voll meinen Geschmack diesmal getroffen. Ja, mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Schreibt es mir doch gerne mal, was ist euer Lieblingsprodukt? Meins ist, auch wenn es vielleicht nicht ganz meine Geruchsrichtung ist, das Parfum und der Primer. Der Pinsel, wie gesagt, optisch der Hammer. Und das Duschgel, auch ein Top-Produkt, wo ich mir sage, ja, ich bin zufrieden und ganz ehrlich, wenn man zufrieden ist, auch mit allem drum und dran, was braucht man da mehr? Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir unser Video für heute. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntagnachmittag. Heute ist zwar nicht Sonntag, aber ihr habt heute Sonntag. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bitte dran denken, es laufen einige Gewinnspiele. Und ich habe festgestellt, auch hier ist es mit den Abonnenten wieder so, dass plötzlich wieder viele verschwinden. Also das heißt, wenn ihr bei einem Gewinnspiel mitmacht, schaut bitte, dass ihr noch Abonnent meines Kanals seid. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund und wir sehen uns einfach zu einem nächsten Video, zu einem neuen Unboxing oder wieder. Liebe Grüße. Call me when you want, call me when you need, call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need, call me out by your name, I'll be on the way.